Okay, Jungs, jetzt willkommen bei einer neuen Runde vom Wilden Westen hier. Ne? Weiter geht's. Große XXL-Mission gerade gestartet. Ich würde es die nächsten 10 Stunden auf jeden Fall begleiten. Aber gibt schon was, ne? Dafür sind wir hier, um übertriebene Aktionen zu machen. Dafür steht er hier. Auch Motherbit. Wird wieder den Einsatz kriegen. Einsatz kriegen. Müssen wir mal gucken. Der erste Abfahrer macht sich schon auf den Weg. Hä? Ich glaube, der wird einfach, der fährt früh los, ne? Ist ja noch nichts zu holen hier. So, Feld 60 ist abfahren, abladen ist aber dann hier vorne, ne? Bei F60 Überladung. So. Was ist denn? Willkommen in Ihrem Class. Der sollte hier noch die Mission machen. Den können wir gar nicht mal so eben auch zum Überladewagen machen, aber wir hatten noch einen mehr, ne? Ich muss erstmal gleich die Blockade lösen. Deswegen. Hä? So blockiert. Wovon? Von nix? Schneidwerk hängt schief oder was? Bisschen. Die Sprung fährt gerade irgendwo hin. Ich glaube, das ist jetzt aber soweit fertig mit diesem Vorgewende, ne? Ist ja moin. Kann ich reinschalten. Auch Little Candy, moin. Ich glaube, jetzt hat er das Vorgewende fertig gemacht. Und er hat nur noch blöd rumgefühlt. Das war das, wo er was vielleicht noch fehlt oder so, ne? Kann auf jeden Fall wieder was wegbringen. Wir gucken mal, ob wir jetzt damit rechts weiterkommen würden. So linientechnisch. Das würde hier ein Recht passen, ne? Eine unsichtbare Kollision da vor sich hergeschoben oder was war da los? Ich weiß es nicht. Auch irgendwie komischer Boden. So, jetzt arbeiten aber beide hier wieder.
Trotz, hat auch schon 19.000 mit. Ich würde jetzt einmal schnell mal Mähdrescher leer machen. Tiff, wie so danke dir. Für 24 Monate auch schon. Vielen Dank für deinen Support. Vielen, vielen, vielen herzlichen Dank. Also hier auf dem Feld haben wir kein Problem mit links, ne? Also hier ist so viel, also hier ist Maprand, ne? Hier ist Endinggelände. Also von der Entfernung sah das aus, als könnten hier vielleicht auch wieder Bäume relativ nah am Feld stehen, aber das ist offensichtlich hier nicht so das Problem. Was denn? Genau, den können wir noch nehmen. Willkommen in Ihrem Class. Das könnte der zweite für den zweiten Überladewagen sein. Und dann reicht es da auch, ne? Also zwei von den Überladewagen plus diesen einzelnen Trecker, der fährt. Plus dann die Mazabin. Ich glaube, das müsste reichen. Das Schöne ist, wir sind hier gleich fertig mit dem ersten Feld Luzerne. Dann können wir zum Grasfeld rübergehen. Ich meine, hier lohnt sich natürlich jetzt nicht groß was einzufahren, ne? Aber alles, was jetzt hier drin ist in diesem Fermenter, muss ja irgendwie auch hier wieder raus. Also vielleicht macht so eine temporäre Geschichte doch Sinn, ne? Also dass man hier irgendwie nochmal eine Abladung macht und das dann rüber zur Futterfabrik alles fährt an Silage oder zumindest die Hälfte. Der Strombedarf ist auch mittlerweile raus. Hier liegt noch ein Schwung Heuballen. Das können wir da gut machen mit dem einen, der irgendwo noch rumsteht, ne? LKW nervt die ganze Zeit und campt hier die ganze Zeit rum. Düngerstreuer. Ein paar Düngermissionen wären noch ganz nice eigentlich. Dass immer aktiviert sein muss, verstehe ich auch nicht. Kann man nicht mit Spatten mehr machen. Also wollte ich das auch nicht machen damit. Hat es getankt, das wollte ich nur. Geht nämlich nicht. Haben wir beim letzten Mal versucht, war es vielleicht nicht da. Habe ich versucht mit Schwattmeer Mod. Geht nicht. Mission kann man nicht mit dem Schwattmeer Mod machen. Zumindest nicht hier. Weiß ich nicht, woran das liegen soll, dass man es kann, aber ich kann es nicht. Oh, da sind Rasse, da sind Regenrinnen. Denn.
Gut. Abfahrt zum Feld. Der nächste bitte. 1,6% haben wir schon geschafft. In 11 Minuten. Aber nebenbei passieren ja noch weitere Sachen. Also es ist ja nicht das Einzige, was hier passiert. Also ist ganz gut. Das schon. Unsere eigenen Felder werden schön bestellt hier. Ne? Wie gesagt, das andere Gras können wir noch anpflanzen. Weizen erst im nächsten Monat. Da wir überwiegend jetzt wahrscheinlich Silage aus Luzerne machen werden, können wir natürlich das Gras wieder häufiger wahrscheinlich zum Heu machen. Da müssen wir nochmal die Ecken nacharbeiten. Der arbeitet ein bisschen schlusig auf der 7 da vorne. Ein bisschen ist auch noch untertrieben, ne? Wenn man auf die Entfernung Lücken sehen kann in den Ecken, dann ist da irgendwas nicht funktioniert. Dann habe ich auf rund oder keine Ahnung was eingestellt gehabt. Mehr überlappen, ne? 15% oder so. So, dann möchte ich jetzt aber mal die Silage gleich verteilen. Servus, sei gegrüßt. Guten Morgen, moin moin. Mahlzeit, wie auch immer. Hofplatz. Drüben auf die andere Seite rüber. Genau, mit dem machen wir das jetzt, ne? Und zwar, ich muss ein bisschen Kursplay aufnehmen, ja, Autodrive mache ich, ne? Klassisch gesehen, klassisch, wie auch immer. Komm von hier. Von hier in Fuller XL rein, ne? Ich glaube. Ein bisschen eng sein, ne? Was habe ich denn hier eigentlich noch? Was habe ich denn noch auf der anderen Seite? Die Erdfrüchte, oder? Schüttgut und Ballen. Habe ich auf beides gleich? Ich weiß es nicht mehr. Oder XL füllen. Das ist ja das, was jetzt ziemlich knapp hier ist. Schauen wir erstmal so durch den Feedlot durch und dann werden wir da natürlich von hier aus später wieder an die Seiten anschließen. Das Feld hatten wir schon neu aufgenommen.
in die Richtung. Und oder die Richtung. So, jetzt müssen wir noch diesen temporären Village-Hohlkurs. Der muss ja 10-mal zwischenfahren oder so. Also dafür lohnt sich ein Kurs. Muss ja entladen werden, Arbeit beendet. Was sind das schon? Ach, na gut. Hast die Seemaschine, da müssen wir gleich nochmal nacharbeiten. Er hat geschlust. Dann kann ich aber auch jetzt hier rumfahren einfach, ne? Das macht es ja einfacher. Das ist einfach nur so ein alberner Rundkurs. Der ist jetzt eh nur, das ist total egal, weil es eh nur für jetzt ist. Das Teil kommt da ja wieder weg. Deswegen auch der große. Ja, das war klar. So dumm. Die Ballen da lagen, war so dumm. Moin Moin. So. Oder ein bisschen besser ausholen, würde ich behaupten. So, ich denke, das habe nicht die höchste Priorität. Hier ist wichtiger. So steht der denn, wieso kommt der da vorne nicht? Ist ja schon ein anderer unterwegs, nur der ist dann 5 Kilometer weiter entfernt steht oder was? Das reicht dafür, dass er seine Arbeit wieder aufnimmt und nicht noch mehr rumparkt. Lange nicht rundherum, ne? Schön, schön. Und 2,4%. Sagen wir mal pro 10 Minuten 1%. Dann kommen wir mehr als auf 9 Stunden, glaube ich.
Haben wir schon zu lange gebaut, ne? Aber läuft alles. Bei dem Sorghumhirse, die Leute, da können wir auch echt überlegen, ob wir nicht zunächst ein paar Ladungen davon verkaufen. Guck mal, ein Anhänger vollbringt 50.000 hier. Wenn wir das zum Beispiel Wild West Harbor verkaufen. Weil wir dürfen aus dieser Mission im Endeffekt, ich guck mal kurz. so um bei 300.000 Liter selber behalten dürfen. Und da wir jetzt ja bald in Tiere gehen wollen, denke ich, werde ich jetzt erstmal was verkaufen. Das kann ich ja einstellen, oder? Dass wir viermal verkaufen, dann sagen wir verkaufen nur dreimal. Am Wild West Harbor, am Hafen. Und geht einfach in Vorleistung. Das kann sich nachher rechnen, kann sein. Und dann hätte ich jetzt 150.000 mehr oder so, ne? Und würde die dann nur eine ansprechende Menge Tiere heute noch kaufen können. Sollte das wir ne, nachher nicht reichen, müssen wir halt noch die anderen zwei Sorghumhirse-Missionen machen und haben von da allerdings übrig. Ich glaube aber, dass insgesamt mehr übrig bleiben wird. Mit mehreren Dreschern wäre es besser und schneller, korrekt. Sind ja 5 Drescher im Einsatz, nur halt, ne? Aufgeteilt auf 2 Missionen. Gut. Ja, lass mal erstmal die Silage-Geschichte machen, bevor ich jetzt vorne das Feld sauber nacharbeite. Das ist weg von der Straße, ne? Getankt. Willkommen in Ihrem Class. Von Vollgas. Schon gut. Nun bin ich nicht an dem vorbeigekommen, oder? Also. So, also. Wenn du alleine Silage verkaufst. Oh, sind Beine ein bisschen zur Seite gerollt. Gras kriegen wir raus. Also wir könnten ja das alles umbauen, ne? Nur wenn ich jetzt einen ersten Fermenter bauen könnte, aber kann ja gar kein Geld. So, hier machen wir jetzt den Fermenter leeren Kurs und da müssten wir das gleich schon fast miteinander verbinden können. Also Fermenter leeren. Oder XL füllen. Silage. Besser. Das dürfte klappen. Gute Fahrt, viel Spaß. Ich glaube, den brauche ich noch nicht, ne? Aber ich kann ja schon mal in die Richtung fahren, oder? Der ist auch so eine Abhol-Abliefer-Geschichte, ne? Oder?
So, komm, Hirse. Genau, so, komm, Hirse. So, komm, Hirse. Dem GD-Transport. Und oben fällt 60. Da würde der Überladewagen halt gerne voll sein müssen erstmal, ne? Ich weiß nicht, warum. Das ist so, das ist dieser träge Anfahrer. Ich wollte ja mal losfährt, ne? Oh, mein Kaffee ist schon wieder leer. Der ist schon wieder so blöd angerast. Geht das schon wieder los? Geht das hier schon wieder los, Mabel? Und dazu noch ein Autosave, ne? Oder was? Krass, wie ruckelt das ruckelt dann. Alter, das ist hier so sch... Echt, der ist... Mischen wir es zusammen, ne? Oh moin, hält das weniger in Erinnerung, was da an der Tragbar rumkommt, Projektor. Sollten wir doch irgendwie einstellen, dass er nicht die Plane zumachen soll, ne? Im AD-Menü. Lass die Plane auf. Blöd. So. Ich mach's, warte mal, ich muss jetzt aufmachen, ne? Wahrscheinlich. Denn. F60 Überladung. Weiß ich nicht, ob es geht. Wollen wir sehen. Wollen wir sehen. Schon viel Zeit rum. Kaffee, Prost. Ja, ich glaube, wir organisieren gleich mal einen Kaffee, Leute. Guten Morgen, mal moin. Der ganze Chat, ja, der ist ja auf Kick nicht so groß, ne? Aber ich gebe den Hallo auch gerne mal weiter an die Twitch-Zuschauer von Skywalk. Vorab verkaufte Ernte.
Feldrennen ist auch krass, ne? Mein Feld 60 an sich ist schon riesig. Aber der Feldrennkurs hier, der sprengt nochmal wieder alles, ne? Kannst du bestimmt locker nochmal 80 Hektar rausholen. Das ganze Feld gesehen. Ja, wir sind ja gut, bei uns kommt noch der Haupten, der noch geerntet werden will. Ansonsten sind wir bei uns durch mit der Ernte. Wo willst du denn jetzt hin? Feld 42 überlade, was ist das denn? Also nichts mehr zu sehen, ne? Außer Feld. Prozent. Über 30 Minuten. Bisschen Zeit eingeholt. Die anderen sind bei 73, bevor sie hier rüberkommen können. So. Das ist auch gleich fertig. Was können wir jetzt in der nächsten Folge machen, Leute? Vielen Dank fürs Reinschalten. Kurze Pause. Ich hole mir noch einen Kaffee, ne? Bis gleich und tschüss.